Wir machen jetzt meine Gua Sha Routine. Das ist der nächste Punkt auf der Liste der Challenge. Ich lebe in meinem Traumkörper. Ich lebe in meinem Traumkörper. Liebe, desto schöner werde ich. Ich habe einen großartigen, die beste Version meiner selbst. Ich fange jetzt an mit ein paar Intentionen für den Tag. Also ich schreibe mir immer auf, wie möchte ich mich heute fühlen, worauf möchte ich heute achten, was ist heute Priorität für mich. Das ist jetzt erstmal so mein erster Teil von Journaling. Aber der Self-Love-Journaling-Part, der kommt später nochmal in Fülle, weil ich mir heute dafür extra Zeit nehmen möchte. It's Self-Care Time. Ich werde mich jetzt hinsetzen und mein Make-up machen. Wie ihr seht, ich habe ein paar Unreinheiten, mit denen ich gerade struggle, hier unten am Kinn. Das ist eine Problemzone bei mir, aber ein Ziel der Challenge ist ja, dass ich auch meine Haut bei mir wieder reiner hinbekomme. Und ich denke, da werde ich auf jeden Fall Fortschritte sehen. Jetzt erstmal meine Make-up-Routine. Wie ihr seht, ich habe mich schon in Sportsachen geschmissen, damit es gleich los ins Gym geht. Für mein Make-up nehme ich mir echt immer ein bisschen Zeit, weil ich finde, das ist einfach so eine schöne, beruhigende Routine für mich. Und ich liebe es einfach, Mädchen zu sein. Ja, also können wir mal kurz darüber sprechen, wie langweilig das ist als Typ, der sich jeden Tag einfach nur durch die Haare fährt und das war's. Und wir können hier so coole, geile, kreative Looks immer ausprobieren mit unseren Outfits und mit unserem Make-up. Also nicht, dass Männer das jetzt so gar nicht können mit Outfits und so weiter, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ich kann jetzt hier zeitbedingt nicht meine ganze Make-up-Routine mit euch teilen, aber in meiner Glow-Up-Community, wo ich ja auch die Challenge host offiziell, findet ihr halt ein ganzes Tutorial auch. Ich werde auf meine Gua Sha-Routine eingehen, also die ich auch heute Morgen schon gemacht habe. Das ist alles dort, die ganzen Materialien und viele, viele Übersichten, was euch noch mehr hilft, einfach maximale Glow-Up-Ergebnisse zu sehen. Ich blende euch das hier alles mal ein, checkt das unbedingt mal aus. Es ist eine kleine Investition in euch, weil ich natürlich auch dort mehr Arbeit reinstecke. Aber das Ganze wird sich so auszahlen für euch, das kann ich euch sagen. Ihr werdet wirklich dort die geilste Community an Frauen haben. Also schaut euch das unbedingt mal an. Ansonsten, we're getting ready. Das Ziel der Physical Glow Up Challenge nochmal kurz zusammengefasst. Wie gesagt, ich sage ja schon viel in dem Erklärungsvideo. Ist einfach, dass wir unser Äußeres maximieren. Und das möchte ich hier ganz, 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 ganz klar nochmal betonen, nicht aus dem Grund, weil wir uns selber ablehnen oder hässlich finden oder irgendwie denken, unser Selbstwert hängt von unserem Äußeren ab. Nein, sondern weil wir einfach, ja, unser Aussehen soll unserem Inneren matchen. Das ist zumindest meine Einstellung. Ich möchte einfach, dass, wenn ich in den Spiegel schaue, das, was ich sehe, meine Reflexion mit meinem Inneren übereinstimmt, dass ich halt sage, ich bin es mir wert, mich schick zu machen, meinen Körper zu pflegen, immer gut auszusehen, auch für mich, nicht für andere. Darum geht es nämlich. Wir machen uns fertig, weil wir es verdienen. Ich sehe heute nicht besonders viele Menschen. Ich sehe eigentlich keine Person. Ich gehe ins Gym und wieder nach Hause. Vielleicht mache ich einen Spaziergang, wenn es draußen mal aufhört zu regnen. Aber das war's. Ja, also ansonsten bin ich den ganzen Tag alleine und trotzdem investiere ich ein bisschen Zeit da rein, mich fertig zu machen. Und das ist mir wichtig, weil ich es mir wert bin. Und in diesem Sinne möchte ich dich an dieser Stelle einfach nochmal so motivieren, dass du dein eigenes Glow-Up wirklich erreichen kannst. Es geht nicht so sehr darum, dass du so wirst wie jemand anders oder halt irgendwie aussehen möchtest wie jemand anders, sondern dass du halt von dir selber, so wie du bist, anfängst, für dich eben was Besseres zu schaffen noch. Und aus dem Wille, dass du all das, deine Makel und deine Imperfektionen im Gesicht, genauso wie ich hier auch kleine Pickel habe und so weiter, akzeptieren lernst und trotzdem halt versuchst, immer wieder dich zu verbessern und halt irgendwie für dich selber eine bessere Person zu werden. Das Ganze geht ja auch damit einher, dass wir in der Challenge mehr Selbstliebe aufbauen. Das ist ja auch Teil, ne? Selbstliebe-Journaling ist ja auch eine Regel. Und das liegt mir einfach nochmal am Herzen, dir das so zu sagen. Nur weil es eine Physical Glow-Up Challenge ist, bedeutet nicht, dass es sich alles nur um das Äußere dreht, habe ich ja schon 10-mal wiederholt, sondern halt wirklich auch, dass wir von innen mehr strahlen, denn es geht halt nicht ohne Selbstliebe. Würdest du dich konstant immer noch hassen und ablehnen, würdest du die unattraktivste Person weltweit bleiben, weil du bist am Ende diejenige, die dich selber judged. Und wir fangen hier an, uns selber zu lieben. Ich bin auf meiner Self-Love-Journey und ich nehme dich mit. Wir werden optisch und innerlich die schönste Version unserer selbst.
So, das hier ist mein Gym-Outfit. Meine Hose ist so ein typischer Booty-Day-Tag. Ja, ich würde sagen, we are ready to go. Es gibt ein Booty-Day und ich werde euch ein paar Insights filmen. Staring at a blank page before you. Open up the dirty window and the sun illuminates. Nothing was unspoken. Live your life without where your book begins. The rest is still written. Let's train that butt. Schauen. Ich glaube, ich mache mir einfach eine Quark Bowl, weil das am schnellsten geht und ich jetzt gleich mit dem Arbeiten für mich anfangen muss. Mal was hier Schönes haben. So, in meine Quark Bowl kommt natürlich jetzt noch Proteinpulver rein. Und zwar das von Body Epic. Ich liebe die Sorte Maxi King einfach in Magerquark. Das schmeckt einfach so gut. Richtig so nussig. Schokoladig. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Einfach wie Maxi King. Wir haben die Sorte so gut getroffen. Dann nehme ich 20 Gramm von. Ihr könnt natürlich übrigens bei BodyIP auch andere Produkte finden, andere Proteinpulversorten. Und gerne meinen Code Sophia10 benutzen. Dann könnt ihr 10% sparen. Meine wunderschöne Quark Bowl ist ready. Übrigens, ich muss euch die allergeilste Erdnussbutter zeigen, die ihr irgendwie im Drogeriemarkt finden könnt. By far the best. Das ist wirklich nicht zu toppen mit keiner Peanut Butter, die ich bisher probiert habe. Und zwar sprechen wir hier von der Whole Earth Peanut Butter in Crunchy. Gott, echt, ich sag euch, was eine Lebenszeit, dass wir mit so einer Erdnussbutter auf Planet Erde sein dürfen. Die ist einfach geil. Übrigens unbezahlt, also davon werde ich jetzt nicht gesponsert oder so. Müsst ihr ausprobieren. Also eine Regel der Challenge ist ja, gesund zu essen und gesund zu trinken. Deswegen kurz die Erklärung, warum ich das hier esse, weil es gesund ist. Das Ziel ist, dass ihr genügend Proteine esst in der Challenge, also 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dass ihr zum Beispiel eine Portion Obst und Gemüse zu eurer Mahlzeit hinzufügt und dass wir 2,5 Liter Wasser trinken. Das waren so die groben Regeln, damit ihr halt irgendwie auch einen Plan davon habt, was es bedeutet, gesund zu essen. Hier ist obviously sehr viel Obst drin, dann sind da auch gesunde Fette drin durch die Erdnussbutter und auch sehr viele Proteine. Allein in dieser Schüssel circa 40 bis 45 Gramm Eiweiß und das ist echt super, vor allem jetzt auch gerade nach dem Sport, dass ich mich damit gut versorge. Ich habe tatsächlich meine eigenen Standardrezepte, die schnell gehen, wenn ich nicht viel Zeit habe. Klar, ich probiere auch gerne mal neue aus, aber vor allem dann, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, kann ich euch super, super krass ans Herz legen, dass ihr euch ein paar Rezepte aussucht, die euch schmecken, die gesund sind und die genau diese Kriterien erfüllen, die ich gerade genannt habe. Und dann habt ihr einfach eure gesamte Ernährung und eure gesamten Fitnessziele auf Autopilot. So, ich habe mir jetzt hier ein Outfit zusammengesucht und werde mich jetzt schnell anziehen, damit ich was Ordentliches anhabe. Heute Abend werde ich dann duschen und dann, ja, was Gemütliches anziehen. Punkt Nummer 4 auf der Liste ist auch erledigt. Ich habe mich in ein Outfit of the Day geworfen, relativ casual tatsächlich. Einfach ein weißes Hemd und eine schwarze Pant-Hose von allen Seiten. Einmal begutachten bitte. 10 out of 10. Nein, aber ich mag es. Es ist sehr classy. Wir mögen classy. Und heute ist definitiv so ein Tag, da muss ich reinhauen mit der Arbeit. Ich saß auch jetzt gerade schon die ganze Zeit in der Zwischenzeit am Schreibtisch. Und in diesem Outfit geht es jetzt weiter. Schaut, auch wenn ich heute nicht das Haus verlasse, ich mache mich schick. Einfach, weil ich mich dadurch besser fühle und gleich produktiver arbeiten werde. So, und das ist mein Work-Setup. Ich
arbeite hier gerade mein neues Booty-Workout für YouTube. Hier habe ich so eine Jazz-Playlist, die ich mir anhöre mit so einem schönen Hintergrund. Ich weiß nicht, das hilft mir einfach, meine Arbeit so komplett zu romantisieren. Dann einen Tee. Auch ein Upgrade, wenn ihr arbeitet. Ich weiß nicht, weil Tees sind einfach so comforting. Es gibt einem so viel Wärme und mir hilft es einfach, um das Arbeiten zu genießen. Und natürlich eine große Wasserflasche, weil wir wollen ja viel trinken. Ist ja auch ein Teil der Challenge, mindestens 2,5 Liter Wasser. Und in dieser Wasserflasche sind schon mal so 2 Liter. Das heißt, damit halte ich mich on track. Heute ist Samstag und heute ist der Tag, wo normalerweise immer meine All-in-One-Shower ansteht. Das bedeutet, ich mache einmal Komplettreinigung meines Körpers und meiner Haare. Also alles wird auf Vordermann gebracht. Ich werde jetzt als erstes mal mein Haarserum reintun und das einwirken lassen. In der Zwischenzeit mache ich Essen. Das Haarserum tue ich immer rein, weil das den Haarwachstum stimuliert und halt eben auch extrem gut ist, um gesundes und kräftiges Haar zu bekommen. Ja, das muss einwirken und ich freue mich, weil ich habe echt richtig mies Hunger gerade. Also wie man sieht, sind meine Haare tatsächlich am Ansatz jetzt auch schon ein bisschen fettig. Also ich wasche meine Haare auch nur einmal die Woche, das muss ich dazu sagen. Und wie ihr seht, sehen die dafür aber tatsächlich noch super clean aus. Und das alles nur deswegen, weil ich meine Haare grundsätzlich nicht so oft wasche. Also ich habe die antrainiert, dass die nicht so fettig werden. Das ist möglich, ja, glaubt mir. Also meine All-in-One-Shower ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meiner Self-Care-Routine und das mache ich auch jede Woche, einfach weil das so super effektiv ist. Also wenn wir ganz ernst sind, ich habe heute viel mehr Zeit in meine Self-Care reingesteckt als 15 Minuten, aber das ist meistens so, allein schon mit meinem Make-up komme ich über 15 Minuten. Ja, also das heißt, diese 15 Minuten sind für mich easy, aber für jemand anderen vielleicht für dich eine Herausforderung. Und es geht ja darum, dass wir langsam anfangen, gute Gewohnheiten aufzubauen und nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, ne? Ja. Ich sehe jetzt aus wie eine 40-jährige alleinerziehende Mutter. Dinner is ready. Wir haben Hack, auch Veggie-Hack mit dabei, Spinat und Ei, also gute Proteinquellen überall. Boah, Leute, ich muss das jetzt essen. Ich habe so einen Hunger. Ich werde jetzt noch meine Haare föhnen, weil ich nicht mit nassem Haar ins Bett gehe. Am nächsten Tag sehen die sonst aus wie Kraut und Rüben, ich sag's euch. All meine Tipps zu meiner Skincare, Haircare, All-in-One-Shower-Routine sind übrigens in der Community geteilt. Was eine Löwenmähne, ne? Aber man muss echt sagen, ich bin super dankbar für mein Haar. Also, das ist wirklich richtig gesund geworden. Ich habe vor ein paar Monaten meine Haare noch selber gefärbt und habe einfach nicht die richtigen Pflegemittel benutzt, habe das viel zu oft auch geglättet und mit Hitze ausgesetzt und das hat meinen Haaren gar nicht gut getan. Und jetzt schaut euch mal an, wie schön die glänzen und wie gesund die sind. Also wenn ihr das jetzt fühlen könnt, es ist so weich, mein Haar. Ja, es kommt wirklich auf die richtige Pflege an, unterm Schlussstrich. So, wir sind jetzt schon am Ende des Tages angekommen. Ich habe alles erledigt, außer Self-Love-Journey. Journaling. Und das werden wir jetzt noch machen. Ich gehe gerade in unsere coole Community rein und öffne die Journal Prompts, die ich dort hochgeladen habe und suche mir jetzt mal eine Handvoll davon aus und beantworte die. Okay, ich gehe jetzt mal ein paar Fragen mit euch durch, über die ich gejournalt habe. Als erstes meine 3 Lieblingscharaktereigenschaften. Es war sehr schwer, weil ich muss sagen, ich finde meinen Charakter cool. Ich bin schon eine ganz coole Socke. Aber nein, ich habe mich natürlich runtergebrochen auf 3. Disziplin, weil wenn ich irgendwas will, dann tue ich alles dafür, um es zu erreichen. Ehrgeiz, weil das hat mich in meinem Leben bisher schon immer super weit gebracht. Das letzte, Lebensfreude und Optimismus. Was sind 5 Dinge, die mich zum Lächeln bringen? Boah, das war auch sehr schwierig, weil mich bringt jeden Tag alles gefühlt zum Lächeln. Immer wenn ich am Meer bin, muss ich lächeln, weil ich liebe Wasser und ich liebe das einfach zum Horizont zu gucken und das fühlt sich so frei an. Mein Freund bringt mich zum Lächeln und allgemein Menschen, die mir wichtig sind. Der Gedanke allgemein an meine Ziele bringt mich zum Lächeln, weil ich habe noch so viel vor in diesem Leben. Und das macht mich einfach glücklich, weil ich weiß, dieses Geschenk
was ich habe, zu leben, einfach auf dieser Erde zu existieren. Das ist ein Wunder für sich. Und mein Hund bringt mich zum Lächeln. Das waren die Fragen, die ich jetzt hier gerade auf die Schnelle beantwortet habe. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und ich konnte euch natürlich auch motivieren. Ihr könnt diese Physical Glow-Up Challenge jederzeit starten übrigens. Keep in mind, du bist so eine besondere Person und du verdienst es einfach, dein bestes Leben zu erreichen. War jetzt sehr klischeehaft, aber muss ich einfach am Ende nochmal sagen. Wir sehen uns.